Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von My Summer Car. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mittwoch, Bergfest, eine neue Folge steht an. Und heute mal einen ungewöhnlicheren Start in eine neue Folge, denn wir sind hier noch am Anfang beim Start von My Summer Car. Und in der letzten Folge habe ich ja schon erwähnt, es wurde ein Update gezogen. Komischerweise, ich habe gerade eben wieder das Spiel gestartet. Es hat schon wieder ein Update gezogen. Ich weiß es nicht. Auf das von letzter Woche, wo ich gefragt habe, was so update-mäßig jetzt dazugekommen sein soll, habe ich eine super Reaktion von euch bekommen. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Gehe ich dann gleich im Spiel darauf ein in der neuen Folge. Ich wollte euch einfach jetzt schon mal das Update, was ich wusste, was auf jeden Fall neu in My Summer Car ist, in der Experimente-Version, muss man natürlich allerdings dazu sagen, ist das. Das, was ich in der letzten Folge schon angemerkt habe, das kaputte Auto, was noch nicht ganz ist, der Texthinweis, dass wir noch in der Early Access sind und wo du bestätigen musst, dass du das verstanden hast, hat jetzt einen gelben Rahmen bekommen. Grauer Satsuma, der kaputt ist, babyblaue Schrift, gelb, dass du es verstanden hast und das ist ein Sandgelb, würde ich sagen, und das ist ein Sonnengelb. Hat einen sonnengelben Rahmen jetzt bekommen. Das wollte ich euch einfach mal zeigen, dass das, was ich in der letzten Folge am Montag euch erzählt habe. Und ich bin immer noch meiner Meinung, das sieht scheiße aus. Ah, ja. Was soll das sein? Warum ein Rahmen? Was haben die sich dabei gedacht? Oh, das sieht schick aus. Oh, das machen wir, bringen wir ein Update extra raus. Einfach gelben Rahmen. Ich verstehe es nicht. Gut. An dieser Stelle, das wollte ich euch bloß mal zeigen, deswegen mal heute ein ungewöhnlicherer Start in die neue Folge. Ich starte das Spiel und wir sehen uns gleich. Isä poltti puisen veturin. Se saunapesän tuhka. Und damit nochmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Summer Car am Mittwoch aus dem heimischen Closet, was immer noch nicht wirklich sehr appetitlich aussieht. Ja, wie gesagt, ihr habt es gerade gesehen, update-mäßig. Letzte Folge am Montag habe ich ja euch gesagt, ich habe das Spiel gestartet, es wurde ein Update gezogen. Leider natürlich für mich nicht erkennbar, was jetzt so alles hier Neues reingekommen ist in der Experimental-Version. Bis auf diesen Rahmen, den hatte ich ja schon erwähnt in der letzten Folge am Montag. Ich wollte es euch einfach jetzt hier auch noch mal zeigen, weil wo ich das gerade wieder gesehen habe, ihr dachtet mir, Alter, das ist doch kein Update, das sieht nicht mal schön aus. Das ist, wie gesagt, das I understand ist in einem Sandgelb und der Rahmen ist einem Sonnengelb, das sind doch auch unterschiedliche Gelbtöne, die sich da relativ beißen, zu dem babyblauen Text und dem grauen kaputten Satsuma-Bild. Ich weiß nicht, was die sich Doppelskandal gedacht haben dabei. Auf jeden Fall, ich hatte ja am Montag auch gefragt, vielleicht weiß der ein oder andere, was denn hier für ein Update dazu kam. Und ihr habt mir rege Tipps und Hinweise gegeben. Unter anderem soll jetzt die Polizei auf der Landstraße, wenn die da sind, auch jetzt endlich mit einem reden. Nicht nur zu Hause, wenn man irgendwas verbrochen hat, sondern auch da bei der allgemeinen Verkehrskontrolle. Dann, der Rusko soll jetzt heiß laufen. Topliscan hat auch wirklich jetzt bestätigt, das mal jetzt zwischendurch, das hat nichts mit dem Update zu tun, aber ich arbeite es gerade mal von der Liste ab, dass die Baustelle vor der City wirklich dann das neue Zuhause von My Winter Car wird. Finde ich sehr krass. Da bin ich echt gespannt, wie es dann in My Winter Car aussieht. Und was war es noch? Polizei, Rusko wird heiß, der Rahmen ist neu. Den Hinweis habt ihr mir auch gegeben, obwohl ich das in der letzten Folge schon gesagt habe. Und was war es noch? Das war noch was, glaube ich. Ist mir jetzt aber gerade entfallen. Oh, Scheiße, vergessen. Ich soll mir doch wohl eher alles aufschreiben. Nicht nur stichpunktartig im Kopf merken und der Liste nach abarbeiten, sondern auch vielleicht doch aufschreiben. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Aber das sind auf jeden Fall so die wichtigsten Punkte auf jeden Fall. Vielleicht war es das auch schon. War es das eventuell? Habe ich schon alles erwähnt? Ihr merkt schon, ich bin noch nicht fit, aber das Telefon klingelt. Der nächste Güllekunde ruft an. Müller Schmidt, schönen guten Tag. Ja, das Kind. Grüß dich. Und tschüss. So.
1, 2, 3, 4 Güllekunden. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch, dann haben wir alle 5 Güllekunden wieder. Ja. Richtig topfit ist man immer noch nicht, aber wie gesagt, das hindert uns jetzt nicht daran, an einer neuen Folge von My Summer Car zu arbeiten. Zumal es sind nur noch wenige Tage bis Ostern. Auf jeden Fall, das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen, am Freitag wird eine My Summer Car Folge kommen, aber die nichts jetzt wirklich mit diesem Let's Play in Staffel 3 zu tun hat. Wird zwar mit hinzugefügt zu Staffel 3, hat aber jetzt in dem Sinne nichts mit jetzt Staffel 3 zu tun als Let's Play, sondern wir werden eine kleine Oster-Spezialfolge machen, und zwar werden wir mal eine so eine Art Reaction-Video machen auf eines das meistgesehensten Let's Play-Videos aus der ersten Staffel. Und das wird eigentlich relativ für mich, könnte es ein kleiner peinlicher Moment werden, aber komm, es ist Ostern, wir machen eine Osterspezialfolge. Was soll schon da schief gehen? Das darf ich euch nicht verraten. Gut, wir haben am Montag unseren Satz immer zurückgeführt. Wir sind immer zurückgekehrt, haben gesagt, wir sind wieder da. Und wir haben hier angefangen schon mal vorzubereiten, nämlich wir wollen den Vierfachvergaser wieder einbauen, denn wir haben ja jetzt endlich wieder TÜV. Der Satsuma steht schon wieder schief da, der will heute echt in die Grube fallen, habe ich so das Gefühl. Quatsch mal eine Runde, erstmal schön wieder. So. Warm machen, H war für Hauen, J war für Ärmchen rausgekommen. Da geht er freiwillig sogar rüber, wenn er die Hände, die tätowierten Hände sieht, springt er automatisch rüber. Na, warum nicht? Gut, wir wollen heute den Vierfachvergaser umbauen. Altes System wieder raus, neues System wieder rein. Da jetzt natürlich wieder hier 3 Wochen. Na, nimm's mit. Na, nimm's mit. Na, nimm's mit. Jetzt hat er's. Da 3 Wochen jetzt natürlich wieder raus hier aus dem Geschehen sind, weiß ich natürlich, und ich bin ehrlich, ich weiß einfach die Schraubengrößen nicht mehr. War das eine 7? Wir probieren's. Komm. Hardcore My Summer Car Spieler. Guckt's an. Guckt's euch an. Hardcore My Summer Car Spieler. Kennt, glaube ich, die Schraubengrößen mittlerweile alle auswendig, ne? So. So. Das passt. Und wenn ich Glück habe, passt auch das. Sehr schön. Gut geraten, würde ich sagen. So. Weg damit. Braucht man nicht. Kann ich jetzt schon das Neue hier dranhängen? Da war es ganz kurz. Da. Oh! Sensation. Dass das mal von Anfang an funktioniert. Und wir hier nicht mal Stunden dran rumfrummeln, friemeln müssen. Frummeln. Frummeln man da mal dran rum. So, passt. Wo ist unser... Das hat man rausgelegt. Diese Geräusche, die gab es ja schon vorher, ne? Wir werden also demnächst auch gucken, dass wir wieder auf die Landstraße kommen. In eine Polizeikontrolle, obwohl ich das eigentlich sehr gerne vermeide. Aber wir wollen uns natürlich auch dieses Update, wenn die Polizei mit einem spricht, uns natürlich auch ansehen, ne? Das gehört natürlich auch dazu. Jetzt. Sehr schön. Mal nicht, dass es runterfällt. So, Vorsicht, die Dinge. Du kannst jetzt wieder hochkommen. Nicht den Lack zerkratzen. Unser Frosch Summa soll heil bleiben. So, wo ist jetzt hier? Schräubchen. So, zack. So, das haben wir fest. Das hatten wir auch festgemacht. Und vorne können wir noch nicht festmachen, weil richtig Krümmer und Vergaser der alten Version noch drin ist. Oh, wir werden langsam müde. Wie spät haben wir es denn? Können wir schlafen gehen? Naja, es ist gerade mal noch nicht mal 7:30. So. Das Einzige, was ich weiß, Vergaser hat eine andere Größe. Wir probieren es mit der 8. So. Das ist der Krümmer und das ist der Vergaseransatz. Das passt schon mal. Dann hier ein Schräubchen. Da ein Schräubchen. Krümmer zufällig auch? Jawohl. Selbe Größe. Ah, langsam haben wir zum Profi wieder. Wir merken es uns, nee, wir raten immer richtig. So, dann kommt das ab. Der hatte, glaube ich, bloß immer eine Schraube, ne? So, der kann ab. Das nächste Problem, was wir natürlich dann haben werden, ist,
diesen Vierfachvergaser richtig einstellen. Na, komm. So, sehr schön. Das müssten wir eigentlich alles haben. Wir müssten eigentlich alles haben, aber das Spiel sagt nö. Das klappt. Jetzt klappt's auch. Wer weiß, wo der gehangen hat. Gut, hier einmal dahinter. Einmal. Ja, komm, wir lehnen uns rein. Was war das denn? Was war das? Der Jute Bob schränkt gleich hier rein, du. Zack. So, dann bauen wir erstmal den neuen Krümmer ein. Ich komme mal auf die Leertaste. Da springt er auf halb rein. So. Dann kannst du hier umstellen. Ich glaube, wir stinken bis zum Himmel. Die ganzen Fliegen ständig hier, ne? So, hier eine Schraube. Auch hier war bloß eine, ne? Und hier waren wieder zwei. So. Ja, das wird doch. Langsam wird's. Und ich muss immer noch an diesen gelben Rahmen denken. Meine Güte, was hat sich Topliskan da gedacht? Sehr schön. Der sitzt. Dann der Vierfachvergaser. So. Ja, komm, bald nicht rein. Es wird schon irgendwann ein Häkchen kommen hier. Da ist es. So. Hier ein Schräubchen. Ist das richtig? Nee, jetzt ist es. Hat gerade etwas irritiert. Oder haben wir die untere Schraube fest... Ach, wir haben die untere Schraube schon festgemacht. Dieses Ranzoom. So, ja, das ist fest. Nimm mal die Hand weg. Was willst du machen? Da. Zack. Weiß es nicht. Ach ja, das ist von der da, okay. So. So. Diese Hand da. Nimm die Hand weg. Da war nur eins. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und das sieht auch gut aus. Sehr schön. So. Ja, haben wir das schon umgebaut? Das läuft langsam. Auspuff. Auspuffrohr. Halt, stopp. Wir brauchen Größe 7. Entschuldigung. Ein kleiner Frosch im Hals. Das liegt daran, dass wir hier an unserem Froschsummer arbeiten. Okay, pass auf. Hier, zack. Den müssen wir ja auch noch festschrauben. Hätten wir auch von oben machen können. Aber hier sehen wir es besser, ne? Sehr schön. Also, Vierfachvergaser ist dran, verschraubt. Krümmer ist dran, verschraubt. Auspuffrohr ist hier dran und verschraubt. Und hier dran. Und verschraubt. Hier wird es gesteckt. Und Auspuff auch dran und verschraubt. Das heißt, wir haben unser Abgassystem einmal komplett überarbeitet. Jetzt hier noch die Nosseinspritzung rein. Und das war's. So, jetzt ist natürlich die Frage der Fragen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo. Mach mal so. Mach mal so. Geht doch. Ich hatte Schräubchen gesehen. Ist nur die Frage, wo waren die? Und da ruft der fünfte Glückwunsch an. Wir kommen um die Uhrzeit fallen. In abends 8:45. Ihr habt echt nichts zu tun. Müller-Schmidt, wer stört? Aha, ja, alles klar. Unhöflich. 8:45. Wir haben nur bis 20 Uhr geöffnet. Außerdem schrauben wir gerade. Da sind sie. Da sind die Schräubchen. Die sehen relativ klein aus. Ich glaube, der wird es nicht werden. Wir probieren mal einen Sechser. Nein. Spiel sagt nein. Fünfer. Spiel sagt nein. Doch, sagt ja. Gut. Würde schon sagen. Schräubchen hier. Schräubchen da. Letztens war das nicht fest. Jetzt ist es fest. Sehr schön. Da haben wir es umgebaut, erfolgreich. Dann möchte ich gerne nochmal Kühler, also Kühlmittelflüssigkeit checken. Weil bei der Herfahrt fand ich, ist er doch relativ
warm hier laufen. Gucken wir mal. Ein bisschen. Könnte man auffüllen, okay. So. Wenn wir einmal dabei sind, können wir auch gleich mal alle Flüssigkeiten durchgucken. So. Wie kauft denn so viel Sprühdosen? Ich fasse es nicht. Die verwenden wir niemals. Okay, bisschen Öl ging auch rein. Jetzt mal eine andere Frage. Wie viel Kilometer kann ich fahren, bis ich den Ölwechsel machen sollte? Ich hab da keinen Plan. Warte, so. Das letzte Mal war der leer, ne? So. Dann nehmen wir mal das. Und drehen das. So. Kommt keine Meldung. Scheint also voll zu sein. Dann schraubt es drauf. So, jetzt festgezählt. Dann mach mal das auf. Nee, das hintere. So. Ja, ein bisschen, habt ihr das gesehen? Aha. So. Darfst du zudrehen? Dann können wir nämlich nächste Woche dann mal den Motor hier anmachen. Ich würde das gerne erstmal zwischensafen hier. Weil ich weiß noch, letztens, wo wir das drin hatten, gab es ein Problem. Und das nannte sich wahrscheinlich Kolbenfresser oder so. Ich hätte gern das vorher gesaved. Dementsprechend würde ich dann nächste Woche mal hier einen Motorstart versuchen und dann dementsprechend. Ja, vielleicht könnt ihr mir auch nochmal in die Kommentare schreiben, wie ich den Vergaser richtig einstelle. Gerne in die Kommentare. Und dann können wir das nämlich mal nächste Woche auch gerne mitmachen. So, ansonsten ist gar nichts weiter aufzufüllen. Ne? Ölfilter, da braucht man sonst nichts. Ich guck mal hier ganz kurz nach, wenn man es hat. Oh Gott, wie ist denn nicht damit? Mit E? Auch nicht? Mit F? Ah, mit F. Ja. Ich würde sagen, Maximum ist erreicht. wer hatte eigentlich die Idee für einen pinken Motoblock? Ich weiß es nicht. Leute, ich sag's euch. So, aber in dem Sinne sieht das ganz gut aus. Wir haben jetzt alles aufgefüllt, auch an Flüssigkeiten. Dann sagen wir mal so. Sehr schön. Haben wir das auch vorbereitet. Abgassystem ist umgearbeitet. Jetzt haben wir unseren Vierfachvergaser wieder drin. Wie gesagt, am Freitag kommt eine Maisomaka-Folge, aber eine Osterspezialfolge, wo wir mal auf einer der meistgeschauten Let's Play-Folgen aus Staffel 1 mal reinschauen werden, beziehungsweise drauf reacten werden. Und dann nächste Woche würde ich, wie gesagt, dann gucken, was ihr geschrieben habt, wie man am besten den Vierfachvergaser einstellt, weil wir hatten ja nur den normalen Vergaser eingestellt. Der lief optimal. Der Vierfachvergaser ist, glaube ich, noch nicht optimal eingestellt. Sprich, den müssten wir auch einstellen. Und dann, wenn das alles funktioniert, ohne irgendwelche Vorkommnisse, drückt euch die Daumen, ohne irgendwelche Vorkommnisse, ach stimmt, doch mal GT-Reifen, die müssen wir auch noch machen. Das können wir dann auch demnächst machen, nächste Woche. Wird man mal eine Spritztour machen. Ich sag mal so, wenn das funktioniert, dass auch der Vierfachvergaser richtig eingestellt ist, laden wir unsere GT-Felgen ein, düsen über die Landstraße zu Fletari, dann bestellen wir da die neuen Gummierungen für unsere GT-Felgen und dann düsen wir wieder zurück über die Landstraße in der Hoffnung, dass wir früher oder später die Polizei sehen. Warum liegt der Pornoblüsch schon wieder hier unten? Habe ich das nicht am Montag hier reingeräumt? Es ist immer sehr lustig, wenn irgendwelche Sachen von alleine sich bewegen. Gut, dann würde ich sagen, haben wir, glaube ich, sonst so weit noch nie gemacht. Wir gehen mal zusammen ins Bett.
Das klingt so falsch, dass wir das auch mal gemacht haben. Wir gehen mal zusammen schlafen. Das klingt genauso falsch. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür. Also, aber wie kann man das anders sagen? Warte, nee, komm, das machen wir jetzt noch. Wir gehen erstmal zusammen duschen. Es wird nicht besser. Das wird nicht besser. Ich sag, nee. Halt jetzt Klappe, ich sag jetzt nichts mehr. Bis Ende der Folge, das wird sonst eine Katastrophe. Nicht, was ihr schon wieder denkt, ne? Sei ja, ihr kleinen Ferkel. Ja, ja, das läuft. Gut. So, sauber sind wir. Da müssen wir mal gucken, wenn es so ein Kleid mir soweit gut geht. Werden wir eventuell, aber nur wenn ihr auch wünscht und Interesse habt, ja, eventuell nächste Woche mal einen Livestream wieder machen. Der letzte ist lange her, ne? Und wie Angst die Pizza hat, ne? Die zittert richtig vor uns. Ich sag, das ist richtig. So, Durst noch jetzt stillen und dann ab ins Neste. So. Und damit sind wir am Ende mit der neuen Folge von My Summer Car am Mittwoch vor Ostern 2021. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr sie ist, gerne einen positiven Daumen nach oben da lassen. Und wer es noch nicht gemacht hat, gerne ein kostenloses Abo. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Ich guck mal ein bisschen weiter runter, weil das Bild ist echt verstörend. Muss ich gerade irgendwie mal feststellen. Das ist nicht gerade sehr appetitlich. Wie gesagt, am Freitag eine kleine Oster-Special-Folge hier auf meinem Kanal zu My Summer Car. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen, fürs Reinschauen und verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Und ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht.